So, moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator auf der Map GCV. GCV mit CP Extrem. Und wie wir sehen, ist der Düngerstreuerfahrer angekommen am Hof. Und den kann ich jetzt erstmal, wieder zurückstellen. Beziehungsweise zur Seite stellen. Wir haben ja eh kein Geld momentan, ne? Wir haben momentan eh kein Geld, mit dem wir irgendwas machen könnten, irgendwas kaufen könnten. Und deswegen stellen wir den erstmal an die Seite und dann kann er da erstmal abwarten und Tee trinken sozusagen. So, wie sieht das hier so aus? Die beiden Sämaschinen sind unterwegs. Der Kollege, der gerade hier am Pflügen ist, am Pflügen. Der Johnny ist auch schon wieder auf dem Weg zum Feld. Und hier ist noch der Manitou. Und da war ich ja, da habe ich ja das letzte Mal aufgehört, als ich gerade dabei war, die Kiste hier aufzuladen. Das Big Pack hier aufzuladen. Und ich muss gerade feststellen, dass ich von hier drinnen ja fast gar nichts erkenne. Aber das wird nochmal interessant bei meinen ganzen anderen LPs, wo ich ja wirklich mehr drauf achte, in Innenansicht zu fahren. Wie sich denn das so verhält, weil hier sehe ich jetzt auch gar keine, habe ich jetzt auch gar keine Anzeige, wie die Schaufel, in welcher Stellung die Schaufel ist, beziehungsweise die Palette. Guckt euch das mal an, ey. Ich bin da doch gar nicht, richtig. Guckt euch das mal an. Alter, das wird nochmal interessant, das alles rauszukriegen. Ich sag mal so, in den anderen LPs, wenn ich dann irgendwann da mal einen Telelader habe. Ja, bis das soweit ist, dauert es natürlich noch ein bisschen. Oh, es kommt gut Geld rein mittlerweile. Es kommt echt gut Geld rein. Durch die Biogasanlage. Die Biogasanlage ist echt ist sehr, sehr lukrativ. Einige sagen, das ist ein Cheat. Aber ich finde die Biogasanlage gut. Da kann man wenigstens mal was aus dem Stroh machen. Aus dem ganzen Stroh, was schon seit Wochen, Monaten, Jahren auf den Feldern rumliegt und mittlerweile schon halb verwesen ist, kann man wenigstens noch ein bisschen Biogas draus zaubern. Das ist doch total gut. So macht man das doch heutzutage. Das nennt man erneuerbare Energien. Ne? Das sind erneuerbare Energien. Wir können ja nicht alles so einfach wegschmeißen. Ne? Nur weil es ein bisschen rumlag, bedeutet es ja nicht, dass es gleich schlecht ist. Ne? So. Einmal den Kollegen hier draufgestellt. Zack, sehr schön. Jetzt kann ich erstmal wieder abwarten, bis ich ein bisschen mehr Geld auf Seite habe. Weil mit 3 Big Packs muss ich nicht irgendwo hinfahren. Wobei ich musste langsam mit 3 Big Packs irgendwo hinfahren, weil der Kollege hier möchte gerne frisches Saatgut haben. Und der braucht auch frisches Saatgut. Das heißt, ich werde jetzt doch den Manitou wieder nach Hause schicken. Zack, einmal die Abfahrhelfersteuerung, genau. Händler zum Hof. Und dann wird er mit den 3 Big Packs nach Hause fahren. Die Backpacks werden wir dann da irgendwo abstellen, wo die Sämaschinen dran vorbeifahren können. Und dann haben wir da auf jeden Fall... unser Nachschub. Pass mal auf, ich habe vergessen, die Bänder rüber zu ziehen. Genau, alles klar, jetzt passt das. Dann haben wir da unseren Nachschub und die Sämaschinen können dann da direkt dran vorbeifahren und sich dann aufladen. Das soll ja eh so ein bisschen mehr automatisiert laufen und noch weniger, dass ich da irgendwas selber mitmache. Ne? Genau. Das, was mir eigentlich fehlt, was ich eigentlich auch noch machen wollte, wo ich jetzt eigentlich mal wieder mit anfangen könnte, ist, weiter Strecken einzufahren für Felder, die wir jetzt zwar noch nicht bearbeitet haben, wieder großartig, aber wo wir dann noch mal bearbeiten wollen drauf. Wie jetzt zum Beispiel die kleinen Felder, wo auch noch Stroh drauf liegt, ne? Die habe ich zwar abgeerntet, aber nicht mehr weiter bearbeitet, fällt mir gerade so ein. Da müssen wir gleich auch mal hingucken. So, einmal den ganzen Trecker hier mal wieder reinigen, sauber machen. Ich bin sogar sehr, sehr stark am Überlegen, ob, wenn ich denn tatsächlich mit meinen ganzen Arbeiten fertig bin, ob ich nicht denn doch vorspule. Weil irgendwann kommt hier auch der Punkt, wo ich wirklich fertig bin mit allem, was ich so mache. Und dann würde ich halt tatsächlich dazu tendieren, vorzuspulen.
muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es macht jetzt ja keinen Sinn zu sagen, ach ja, hier, ich stelle jetzt noch hier eine Strecke ein, da noch eine Strecke ein und dann warten wir Ewigkeiten. Sondern ich würde eher sagen, sobald alle Felder wieder bepflanzt sind, sobald ich tatsächlich nichts mehr zu tun habe, gehe ich dann her und sorge dafür, dass wir wieder, dass ich vorspule und dass wir dann wieder was zu tun bekommen. Ne, das ist ja, das kann ja nicht sein. Wobei wir noch genug zu tun haben. Ne? Ich könnte rein theoretisch, ne, könnte ich auch nicht. Ich gucke gerade, wo sind die ganzen Maisfelder, aber die Maisfelder, die ich so habe, Körnermaisfelder, sind ja nur 6, 17 und 25. 6, 17, 25, die sind alle. 6, 17 könnte man häckseln, ja. Aber eigentlich will ich das Mais ja, will ich das Mais ja abernten für die Schweine. So, Feld 12 und für Feld 2. Für Feld 2 und für Feld 10 brauchen wir jetzt noch Strecken, die zum Feld hinführen und wieder zurückführen. Dafür habe ich nämlich noch keine Strecken, soweit ich weiß. Hier, nee, Feld 2 ist nix. Ach doch, Feld 2 haben wir doch schon. Feld 2? Habe ich Feld 2 gesagt? Ja, ich habe Feld 2 gesagt. Ah, für Feld 10 habe ich nichts, ne? Für Feld 10 habe ich auch eine Strecke. Ja, alles klar. Brauchen wir doch nicht einstellen. So viel dazu. Wann habe ich das denn gemacht? Ich dachte, ich hätte diese Strecken noch gar nicht eingestellt. Aber da habe ich mich dann wohl geirrt. Naja, okay, dann ist es halt so. Wo ist denn der Manitou gerade unterwegs? Der wird nämlich, der wird vermisst, sozusagen. Was ist mit dir? Achso, du hast noch den Pickup oben, genau. Da ist der Manitou. Ja, der eiert jetzt halt, ne? Ganz, ganz gediegen seine Strecke ab. Dann kannst du ja auch erstmal den Düngerstreuer beiseite stellen. Das ist voll merkwürdig. Ich weiß nicht, wo das letzte Mal, in der letzten Folge ist es ja passiert mit der Biogasanlage. Ich habe keine Ahnung, wo die Biogasanlage auf einmal geblieben ist. Warum die auf einmal weg war. Super, super, super komisch. So, das einmal absenken. Denn, oh, verkehrte Richtung. Entschuldigung. Dann können wir den Kollegen auch erstmal beiseite stellen. Den brauchen wir ja auch erstmal nicht mehr. Dann habe ich hier drei Deutz rumstehen, die nichts zu tun haben. Das ist ja auch ein bisschen, ja, schade eigentlich, ne? Oder wir müssen doch mit Häckseln anfangen auf dem kleinen Feld 17. Aber eigentlich brauche ich das Mais für die Schweine. Wir können nachher gleich mal gucken, wie das bei den Schweinen eigentlich aussieht. So, du willst eigentlich dir Saatgut abholen. Das können wir auch mehr oder weniger machen. Pass mal auf, ich werde jetzt mal die Strecke einstellen. Welches Feld sind wir hier? Wir sind hier Feld 29, ne? Feld 29 zum Hof. Dann holen wir die Durchfahrt. Die Durchfahrt. Und dann fahren wir wieder Feld 29, ne? 29 vom Hof. So, jetzt hat er nämlich seine Strecke, um sich Saatgut zu holen. Und ich würde sagen, dann fängst du jetzt beim nächsten an. Das ist hier. Und er müsste, rein theoretisch, müsste das jetzt alles drin behalten haben. So, er fährt natürlich über das Saatgut, aber es ist nicht so schlimm bei der Drille. Die hat die Körner so weit reingesteckt, da kann man ruhig rüberfahren. Ah, guck mal, der MLT, der Mutant wollte ich gerade sagen. Der Manitou hat das Ende seiner Strecke erreicht. Das ist sehr cool. Dann können wir die Big Packs mal aufstellen. Dass die dann auch gleich abgeholt werden. Oh, guck mal, wir haben jetzt schon 2000 wieder auf dem Konto. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir gleich wieder Saatgut holen davon. Beziehungsweise ich will mal gleich gucken, ob wir schon Mist oder Gülle haben, die wir abholen können. Aber wir müssen dann eh zum Händler, ne? Weil beim Händler steht die Schaufel für den Manitou rum. Und na gut, das heißt, wir brauchen ja auch was, um die Flüssigkeiten zu transportieren, ne? Ich muss ja irgendwas haben, damit ich die Gülle transportieren kann. Und ich brauche irgendwas, um. Also Mist. Gut, Mist könnte ich in einen ganz normalen Anhänger schmeißen. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so wild. Aber für die Gülle müsste ich dann halt einen extra Anhänger haben.
Aber sag mir jetzt nicht, dass die Palette schon wieder so beschissen da dran hängt. Und nicht abgeht. Oh, ey. Dieses Palettensystem, ne? Das ist echt der letzte Scheiß. Das ist echt der letzte Scheiß von Giants. Da haben sie echt Bockmiss gebaut. Also, die haben ja viele Sachen richtig gemacht. Viele Sachen gut gemacht. Aber hier haben sie Bockmiss gebaut. Aber so richtig. So, pass mal auf. Wir machen das anders. Durchfahrt. Strecke ist. Jetzt hör auf, dich da oben zu bewegen. Oh, jetzt fängt er an, rumzuflippen. Da kommt nämlich schon der Kollege, der es haben will. Oh, das ist ja auch gut. Naja, besser als wenn mir die Scheiße halt hier in der Gegend rumfliegt. Nimmt er sich da vorne noch was ab? Das wäre dann ganz fantastisch, wenn er sich da vorne noch was abnehmen würde. Mit Glück. Aber ich glaube, das ist zu weit weg, oder? Ja, leider ja. Na gut, okay. Dann hat das wenigstens zur Hälfte geklappt. Wenn er wieder Nachschub braucht, kommt er ja vorbei. Wobei das echt... Das ist echt peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass dieses Palettensystem so... so fehleranfällig ist, ne? Dass man da echt so... Das ist scheiße. Das ist echt scheiße, dass es nicht gut funktioniert. Man muss echt super aufpassen mit den Paletten. Denn hast du es noch hin und wieder, dass sie dir irgendwo sonst wohin fliegen. So, der Serie 7 hat eine Aufgabe erledigt. Wer auch immer das ist. Ich kann es leider jetzt hier aus dieser Stellung, aus dieser Position jetzt gerade nicht sagen, aber es kann gut sein. Das kann eigentlich nur einer sein, der am Flügen ist. Oder der Kollege, einer, der am Drillen war. Naja, wenn es dann funktioniert es eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube nämlich noch nicht, dass es der Stroheinsammler ist. Der kommt nämlich gerade da, ne? Ja. Ich wundere mich. Ich habe doch gerade ein bisschen Sound auf meinem Ohr gehört und dachte ich mir so, ah, da kommt irgendwas. Irgendwas kommt doch da angerissen. Naja, dann pumpt er auf jeden Fall gleich wieder ein bisschen Geld in die Anlage. Das ist auch ganz gut. Die Frage ist halt, in welchen... Ob die Anlage schnell genug das alles abarbeitet, was er da reinpumpt. Aber ich glaube nicht. So, ein bisschen schieben. Dann würde ich sagen, kann der Manitou wieder zum Händler fahren. Einerseits weil wir die Schaufel brauchen. Und andererseits, weil wir die Schaufel brauchen. Und weil wir die Schaufel brauchen. Händler vom Hof. Genau. Ich würde gerne den Flüssigscheiß hier verkaufen, aber das geht leider nicht, ne? Das wäre nochmal fantastisch, wenn man das machen könnte. Aber ich glaube, man sollte sich eher eine Spritze kaufen, mit der man das dann benutzen kann, als zu gucken, dass man den ganzen Kram verkauft kriegt. So, was ist hier los? Ah, du bist fertig. Sehr nice. Ich glaube, dann habe ich für dich jetzt auch erstmal nichts zu tun. Oder? Doch, warte mal, auf welchem Feld sind wir noch am Flügen? Hier, Feld 28 kannst du als nächstes machen. Boy. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir sind jetzt 31, ne? 31 zum Hof. Durchfahrt. Zack. Und das andere Feld ist die... Oh, ne. Das andere Feld ist die 28, okay. Ich dachte nämlich gerade schon 29, aber es ist die 28. Feld 28 vom Hof. Zack. Dann haben wir hier einen Kurs, dass er zum Feld 28 rüberkommt. Den darfst du abfahren und starte beim nächsten und melde dich, wenn du da bist. Vielleicht holst du dir ja zwischendurch noch ein bisschen neues Saatgut. Das wäre ganz fantastisch. Ich würde die Frucht gerne noch ändern wollen. Und zwar auf Gerste. So. Du bist auch fertig. Das ist cool.
Dann kommst du nämlich auch raus und du fährst zum Feld 1 schon mal hoch. Dann fährst du vom Feld 28, Feld 28 zum Hof. Dann fährst du auch über die Durchfahrt. Musst du tanken? Ne, tanken musst du nicht. Und dann fährst du zum Feld 1. Feld 1 vom Hof. Genau, das ist dein Kurs, den du kriegst. Und das sieht gut aus. Start ist am nächsten. Nein, oh, bloß nicht arbeiten. Wir machen eine Dingstour. Kannst du es wieder einklappen, bitte? Aber zur falschen Seite, ne? Oder? Jetzt klappt es, glaube ich, ein, oder? Jetzt klappt es ein. Oh Gottchen, ey. Dieses System, ey. Dieses System immer. Guti, der Kollege kann jetzt losfahren. Der sollte eigentlich auch mit gutem Gewissen ankommen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Danke dafür. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.